Diese Vase galt sehr lange als ein Porzellan, also ein besonders schönes Porzellan aus der Ming-Zeit, aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Sie hatte hier einen Messingreifen rundherum. Und ich hatte einmal Gelegenheit, mit dem Sohn des Sammlers, Walter Exner, zu sprechen. Und er hat erwähnt, dass dieser Messingring nicht original sei, sondern in Wien erst darauf gemacht wurde. Und seit diesem Zeitpunkt, das war vor circa 15 Jahren, war es mein Bestreben, dass dieser Metallring abgenommen wird. Ich habe sehr lange mit der Restaurierung unseres Hauses darüber gesprochen. Allerdings hat ihnen der Mut gefehlt, weil man ja nicht weiß, was unter diesem Ring sich verbirgt. Ja, bei diesem Objekt bestand eigentlich nicht unbedingt eine restauratorische Notwendigkeit, es zu behandeln. An und für sich war das Objekt also intakt. Was nur etwas komisch war, es hat einen goldfärbigen Metallreifen aufgewiesen und Dr. Wininger wollte unbedingt diesen Metallreifen aus wissenschaftlichen Gründen entfernt haben. Es war ziemlich, am Anfang ziemlich schwierig, also ich habe versucht, also wirklich das mir sehr genau von innen angeschaut, von außen angeschaut, weil wir natürlich nicht wussten, wie dieses Metallreifen befestigt war, welcher Klebstoff verwendet wurde, und es haben dann Proben von der Innenseite ergeben, dass also der Klebstoff ein acetonlöslicher war, also von, durch ein Lösungsmittel gelöst werden konnte. Und ich bin dann so vorgegangen, dass ich das Ganze, dass ich einen großen Nylonsack hineingegeben habe, den Nylonsack mit Sand gefüllt habe und dann ungefähr einen Liter Aceton eingefüllt, und das Ganze hat dann relativ gut funktioniert. Also es hat sich dann über Nacht gelöst, der Klebstoff, und der Reifen wurde leicht angeschnitten und wir konnten den Reifen abnehmen. Ja, zur Technik der Vase, sie ist dreiteilig, also sie besteht aus einem Unterteil, eine obere Wandung und dann oben noch der Hals, und wurde zusammen, also mit Schlick zusammengeklebt, mit einem Porzellanschlick, und dann gebrannt. Die Restaurierung war dann so, also wir haben es nicht total retuschiert, also weil man sehen sollte, dass das zusammen wieder zusammengefügt war, also im Normales für den Handel wäre es wahrscheinlich besser, also man würde da eine Totalretusche machen, was man auch machen könnte. Wir wollen aber zeigen, dass das also geteilt war. Und wir haben das dann verklebt, haben die beste Position ausgesucht, weil es ja zwei Kreiskörper sind, also im Querschnitt, und dann zusammengefügt, wieder verklebt und dann gekittet und retuschiert. Das war eigentlich der ganze Vorgang. Wobei dieses Blau natürlich ein bisschen empfindlich, also schwierig ist, also von den Pigmenten her, ist ein Kobaltblau. Wir haben auch wieder ein Kobaltpigment verwendet, um auf diesen Ton zu kommen, dass wir etwas abgedunkelt haben. Nun steht diese Vase hier, so wie sie von den Keramikern in Qingdezheng gedacht war. Einheitlich blau mit einer schönen, mit einem schönen runden Körper. Mit der Wiederherstellung dieser Vase hat sich auch die Datierung geändert. Sie wird jetzt in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert und passt auch sehr gut in die Sammlung aus dieser Zeit.